Was geht ab, YouTube? Heute dreht sich alles ums große Thema Weltreise und was man vor Reisebeginn noch alles erledigen muss. Da klären wir dann folgende Themen wie Reisepass, Impfpass oder was mache ich mit meiner Wohnungseinrichtung und wie stemme ich die Finanzierung? Ja, genau. Als allerersten Punkt haben wir erstmal auf dem Plan die Entscheidung, also die Entscheidung überhaupt eine Weltreise zu machen. Ich meine, es ist auch nicht für jeden was, eine Weltreise zu machen, und bei den meisten muss es auch kein Jahr sein. Deswegen müsstest du für dich selber entscheiden, hast du da wirklich Bock drauf, eine Weltreise durchzuziehen? Willst du auch die ganze Planung auf dich nehmen? Bist du bereit, hier einige Sachen aufzugeben oder erstmal auf Glatteis zu stellen? Passt es bei dir gerade lebenstechnisch mit Studium, Arbeit überhaupt, dich hier auszuklinken? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann wäre die Weltreise wahrscheinlich für dich genau das Richtige. Und wenn du einer von den Leuten bist, die jeden Morgen zur Arbeit fahren und sich denken, oh Mann, ich muss endlich auf Reise gehen, sonst ist es irgendwann zu spät, dann mach's auf jeden Fall, weil wenn du es nicht machen solltest, dann würdest du es wahrscheinlich später bereuen, dass du es nicht gemacht hast, weil irgendwann fängt natürlich Familienplanung an oder man ist im Beruf zu sehr eingespannt, und wenn man denkt, ja, ich bekomme erst Kinder und danach geht's für mich auf Weltreise, dann ist man ebenfalls Paar 40 oder 50 und dann drückt schon vielleicht der nächste Schuh mit den Eltern. Deswegen stell dir die Frage, ob du es durchziehen willst, und dann mach's einfach. Ja, genau. Der zweite Punkt auf dem Plan ist eigentlich die Planung. Ja, indem du dir das Video anschaust und darüber nachdenkst, vielleicht eine Weltreise zu machen und auch zu planen, hast du schon mal einen richtigen Schritt gesetzt, weil Spontanität ist zwar gut, aber so ein bisschen Planung sollte auf jeden Fall dazugehören, damit man nicht auf einmal unterwegs ist, irgendwo in China steht, zu Hause ein wichtiges Schreiben eingeht oder Probleme bei der Bank auftauchen, man dort keine Vollmacht hat, dann auf einmal überlegt, wow, ich muss ein wichtiges Dokument unterschreiben, was ich vergessen habe, und wie mache ich das jetzt? Genau, die richtige Balance finden zwischen Planung und Spontanität, darauf kommt es dann letztendlich auf jeden Fall auch an. Ja, der nächste Punkt ist eigentlich, wie du deine Zeit verbringst auf Reisen. Willst du wirklich jeden Tag von Stadt zu Stadt reisen? Oder willst du länger an einem Ort bleiben? Willst du Work and Travel machen? Oder willst du Woofing machen? Das müsstest du dir auch vorher entscheiden. Oder du könntest natürlich auch einen Mix aus allem machen. Ja, wenn du nur reist, dann wird es natürlich ziemlich teuer. Das müsstest du natürlich dann auch mit deinem Budget irgendwie ausmachen. Ja, für die meisten, die wahrscheinlich sowieso Vollzeit arbeiten gehen und im Voraus sparen, für die liegt natürlich wahrscheinlich eher im Fokus, die Weltreise ohne Arbeiten zu machen. Wenn man sich das natürlich nicht leisten kann, dann geht natürlich auch immer, dass man Work and Travel macht. Da müsste man sich natürlich nur über die entsprechenden Visa-Bestimmungen informieren. Was vielleicht auch für viele eine Alternative ist, wovon sie vielleicht noch gar nichts wussten: Es besteht die Möglichkeit, bei Bauern zu arbeiten, und die stellen einem dann quasi Unterkunft und Verpflegung, und man bietet denen die Arbeitsleistung. Das hat natürlich den Vorteil, dass man andere Kulturen kennenlernt und ihre Arbeitsweisen, und man dafür natürlich dann umsonst wohnt. Das Ganze nennt sich dann halt Woofing. Ja, als nächsten Punkt würde ich gerne noch Finanzierung ansprechen. Jede Weltreise steht und fällt mit einer guten Finanzierung. Ich habe zum Beispiel den Weg des Sabbatjahr gewählt, bei meinem Arbeitgeber jeden Monat auf ein Drittel vom Gehalt verzichtet. Und das quasi 2 Jahre lang. Sprich, ich habe jeden Monat nur 2 Drittel von meinem Gehalt bekommen. Und im dritten Jahr ist quasi das Jahr der Weltreise. Monat weiterhin 2 Drittel ausgezahlt, weil ich ja die ganzen Monate, also 24 Monate, jeweils 1 Drittel dann halt gespart habe. Das reguläre Sabbatjahr an sich in Deutschland jeder Beamte beantragen. Und ob ihr das vielleicht auch könnt, solltet ihr gegebenenfalls dann mit eurem Chef absprechen. Aber ansonsten gibt es noch die zweite Möglichkeit, privat sparen, wenn man wirklich jeden Monat hingeht und sagt, ich packe Betrag X
auf dem Konto. Da würde ich dann aber wahrscheinlich eher einen festen Sparbetrag ausmachen bei der Bank, dass man auf einem gesonderten Konto landet, weil wenn das Geld nämlich zum Greifen nah auf einem Girokonto ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da Monat für Monat mal irgendwann dran geht. Das könnte eure ganze Weltreise letztendlich dann doch nicht stattfinden lassen. Und am Ende kommt eigentlich immer die große Frage, wie teuer ist ein Jahr Weltreise letztendlich? Das kann man wirklich meistens gar nicht ganz so genau beantworten, weil es kommt halt auch immer stark darauf an, was du für einen Lifestyle während deiner Weltreise hast. Weil wenn du nur in Hotels unterwegs bist und jeden Abend in schicken Restaurants auswärts essen gehst, kann eine Weltreise auch mal ganz schnell 35.000 oder 40.000 € kosten. Aber was eigentlich realistisch ist, ihren Tagessatz ausrechnest, wäre 45 bis 50 € und das dann aufs Jahr gesehen hochrechnest. Der wahrscheinlich gerade die Zahlen Taschenrechner eingeben und denkt, oh Mann, 17.000 oder 18.000 € ist auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Wenn ihr zu Hause wohnt und Geld für Miete ausgebt, Geld für Freizeitaktivitäten, dann werdet ihr wahrscheinlich auch auf eine sehr hohe Summe kommen, vielleicht gar nicht so weit weg ist von eurem Budget für die Weltreise. Das ist eigentlich immer eine relativ lästige Frage, aber die Deutschen haben den Vorteil, dass wir den, ich glaube, zweitmächtigsten Reisepass der Welt haben. Und die Reisepässe aus Singapur und Japan sind noch stärker. Und wir können in 188 Destinationen einreisen, ohne ein Visa zu beantragen. Ansonsten hat man natürlich einfach Visa on Arrival. Das bedeutet, wenn man ankommt, füllt man einen Schein aus und hat dann eine gewisse Anzahl an Tagen das Land bereisen kann. Informiert euch auf jeden Fall vorher, wenn ihr in spezielle Länder wollt, ob da bestimmte Einreisebedingungen gelten oder wenn ihr länger in einem Land bleiben wollt, welches Visa ihr dann letztendlich beantragen müsst. Jetzt auch nochmal ein kleiner Travel-Lifehack. Ihr habt die Möglichkeit auch fremden Ländern, angenommen ihr seid zum Beispiel in Japan, dort das chinesische Konsulat aufzusuchen und dort ein Visum für China zu beantragen. Was macht man mit seiner Wohnung, während man auf Weltreise ist? Ich hatte das Glück, ich habe vorher in einer WG gewohnt und wir haben einfach die WG aufgelöst. Ich bin noch die letzten Monate zu meiner Mutter gezogen. Ansonsten, wenn du deine eigene Wohnung hast und die nicht aufgeben willst, kannst du dir vielleicht einen Untermieter suchen. Das gilt eigentlich nur der harte Schnitt. Und zwar, man kündigt seine Wohnung und lagert seine Sachen entsprechend ein und meldet sich vielleicht zu Mama oder Papa, damit die noch den einen oder anderen Brief in Empfang nehmen können. Karten auf Reisen ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil die regulären Kreditkarten, die man vielleicht zu Hause in der Schreibtischschublade hat, die nehmen alle eine gewisse Auslandsgebühr. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr im Ausland einen Umsatz tätigt, nimmt euer Kreditkarteninstitut 1% Gebühr davon. Und um das zu umgehen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eine neue Kreditkarte zu beantragen. Da könnte man zum Beispiel die Barclaycard Visa nehmen oder die Santander. Die haben jeweils eine Kreditkarte, die nehmen keine Auslandsgebühr. Mit denen kann man auf der ganzen Welt kostenfrei Geld abheben. Das bedeutet, wenn man auch mal eben 50 oder 100 € nur abheben kann und dann nicht so viel Bargeld in der Tasche hat. Die meisten, die noch mit sich so ein bisschen hapern, ob die sich eine Kreditkarte zulegen sollen oder nicht, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, holt euch auf jeden Fall eine Kreditkarte. Eure Girokarten im Ausland eigentlich nicht viel bringen. Und wenn ihr zum Beispiel einfach jetzt morgen nach Thailand fliegen würdet und ihr eure Girokarte nicht mal freigeschaltet habt, dann könnt ihr da nicht mal mehr Geld abheben. Zum Thema bei den Eltern melden. Das hat den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habt, dann habt ihr keinen Anspruch mehr auf ein deutsches Girokonto. Ja, das nächste Thema ist dieser kleine Kollege hier. Und zwar ist das der Impfpass. Wenn man sich auf einmal mit dem Thema Weltreise beschäftigt, fällt einem erstmal auf, wie viele Impfungen man dann tatsächlich nicht hat. Wenn man dann nachguckt und welche Impfungen man dann tatsächlich braucht, sorgt das erstmal für eine richtige Gesichtsentgleisung, weil man auf einmal merkt, oh Mann, das wären auf jeden Fall ziemlich viele Nadeln. Ich habe mit dem Impfen circa ein halbes Jahr vorher angefangen, aber das liegt natürlich alles daran, wo ihr auch hinreisen wollt. Also ich würde euch die Seite empfehlen, www.fitfortravel.de. Dort habt ihr die Möglichkeit, das Land anzugeben, in das ihr reisen wollt, und dann gibt ihr euch entsprechende Tipps, welche Impfungen ihr braucht. Aber ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, euren Hausarzt aufzusuchen oder einen entsprechenden Tropenarzt in eurer Stadt. Der kann euch auf jeden Fall richtig beraten, welche Impfungen ihr braucht und wie früh
ihr anfangen müsst zu impfen. Als Beispiel, wenn ihr euch die Tollwutimpfung holen müsst, dann müsst ihr dann kriegt ihr die am ersten Tag, dann glaube ich 10 Tage später und nochmal am 27. oder 28. Tag, damit die Impfung richtig wirkt. Was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist für eine Weltreise, wenn sowieso das Budget knapp wird, sind die Kosten fürs Impfen, weil die meisten Impfungen zahlt eure Krankenkasse nicht, weil es sich dabei nämlich um eine private Reise handelt. Also als Beispiel, so eine Tollwutimpfung kostet ca. 200 Euro, Gelbfieber kostet ca. 60 Euro, japanische Enzephalitis kostet auch um die 200 Euro für die Impfung. Ja, die Impfungen, die ich bekommen habe, muss ich jetzt mal so ein bisschen ablesen, weil das irgendwie kein Mensch aussprechen kann, sind Meningokokken, Hepatitis A und B natürlich, Gelbfieber, Typhus, Tollwut, japanische Enzephalitis. Die meisten Impfungen braucht man tatsächlich eigentlich nur, wenn man in den asiatischen Raum oder in den südamerikanischen Raum fliegen will. In manchen Ländern gilt sogar Gelbfieber als Impfpflicht. Das bedeutet, wenn ihr dort einreisen wollt, müsst ihr auf jeden Fall eine Gelbfieberimpfung vorweisen. Dann kommen wir auch schon zu einer der lästigsten Themen, wenn es um Planung für eine Weltreise geht, und zwar um die Krankenversicherung. Ich weiß nicht, ob ihr es auch wusstet, aber wenn ihr nämlich länger als 56 Tage im Ausland seid, dann braucht ihr eine besondere Auslandskrankenversicherung, weil eure gesetzliche Versicherung, die ihr sonst habt, da auch nicht mehr greift. Ja, so eine spezielle Auslandskrankenversicherung, die kostet so um die 1,50 bis 1,80 am Tag, die man halt zusätzlich zahlen muss, damit man im Ausland versichert ist. Und eure Auslandskrankenversicherung, die kleine, die gegebenenfalls nur 17 Euro im Jahr kostet, die verliert bei so einer Langzeitreise ihre Gültigkeit. Wenn es hart auf hart kommt, den Rücktransport selber bezahlen. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt, den Dokumenten. Was muss man auf jeden Fall alles mit auf Reise haben? Ihr braucht auf jeden Fall einen Reisepass, der noch am besten länger als noch ein Jahr gültig ist, weil manche Länder kann man schon nicht mehr einreisen, wenn er noch ein paar Monate gültig ist. Deswegen auf jeden Fall einen frischen Reisepass besorgen. Da kann man auch einen Reisepass beantragen, der 48 Seiten hat. Der ist quasi für Vielreisende, damit euch nicht irgendwann die Seiten ausgehen. Auch wenn ihr nicht vorhabt, im Ausland Auto zu fahren, holt euch einen internationalen Führerschein. Der kostet nur ein paar Euro. Ich glaube, der kostet um die 15 Euro, wenn man sich den ausstellen lässt. Dann ist man damit auf der sicheren Seite, wenn man im Ausland auch mal einen Roller oder sowas mietet. Dann Passfotos, falls man unterwegs mal ein Visum beantragen muss. Dann natürlich einen Impfpass. Dann die Kreditkarten. Eine, die man immer am Körper hat, eine, die man im Hostel lassen kann. Dann auch, wenn man den internationalen Führerschein hat, den regulären Führerschein, weil der ist nur in Kombination mit dem internationalen Führerschein gültig. Ein Versicherungsschein von seiner Auslandskrankenversicherung, die ihr abgeschlossen habt. Ja, und am besten Notfallbargeld dabei haben. Am besten sind so 50 bis 70 Euro. Ja, und jetzt auch nochmal so ein kleiner Travel-Lifehack. Am besten ist es, wenn ihr schon zu Hause alle eure wichtigen Dokumente kurz einscannt und die online hinterlegt, am besten in Google Drive oder bei Apple in der Cloud, dann könnt ihr einfach in ein Internetcafé gehen und dort zum Beispiel eine Kopie von eurem Reisepass ausdrucken, falls ihr den irgendwie verloren habt. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt auf meiner Liste, und zwar dem Rucksack. Hat man auf jeden Fall fast jeden Tag auf dem Rücken und deswegen sollte da eigentlich alles stimmen. Und welchen Rucksack ich euch empfehlen kann oder welche Größe ihr haben solltet, das klären wir aber in einem anderen Video. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen nützlichen Trick für eure Reiseplanung mitnehmen und sag einfach ciao, bis zum nächsten Video.